Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS im 19 Tierfarmprojekt auf der nordfriesischen Marsch mit meiner Wenigkeit. Ja, ihr seht, ich bin mittendrin. Ich habe mir gedacht, da machst du es offscreen, aber ich will euch teilhaben lassen. Tada, unser neues Silo. Das ist das Multifrucht-Silo von Feed Action selbst, was extra an die NF Marsch angepasst worden ist. Und da müssen wir gerade übertragen das Ganze. Und ja, das mache ich hier gerade. Leider Gottes. Oder gezwungenermaßen, oder drückt es aus, wie ihr es wollt. Ich muss erstmal kurzerhand den hier auf Krampf wieder zur Dings schicken. Als Abfahrer hier definieren. Danke. Juhu, sehr gut. Beziehungsweise muss den Abfahrer erstmal wieder komplett neu einprogrammieren. Das nützt jetzt bei allen nichts. Also keine Ahnung, wie weit wir jetzt hier überhaupt kommen. Aber das müssen wir jetzt erstmal wieder komplett neu machen. Wo machen wir das überhaupt am dümmsten? Ich glaube hier. Jetzt sind wir hier ein bisschen Vorlauf, obwohl wir doch ein bisschen Vorlauf haben. Mach ich mal das neue Lager einprogrammieren. So, das Lager, ihr seht du an unserer Kohle, die ist minimal gedroppt, weil das einfach daran liegt, dass das Lager so unendlich teuer ist. Wir werden uns später wieder gut schreiben, also wir zahlen für das Lager jetzt nicht mehr wie das andere Lager, also 50.000. Das Lager kostet auch 350.000, zahlen wir definitiv nicht. Das werde ich nochmal umschreiben in dem Fall. So, so sieht das Ganze aus. Das habe ich jetzt einfach mal hier mit hin platziert, weil ist am einfachsten. So, mal kurz hier Stopp machen. Den mal kurz hier wegfahren. So. Das wird schon mal kurz hier rein. Der Rest steht nämlich gerade alles. So, dann hier ausladen. Dann einmal schön hier hinten wieder wegziehen. Hier durchziehen und dann wieder vorne Richtung Feld und dann sollte das eigentlich soweit alles passen. Gedenke ich. Wissen tue ich es nicht, denken tue ich es. So, na, dann ziehen wir nämlich den ganzen Spaß hier so dran vorbei. Und dass er jetzt nicht so eine allzu große Kurve fahren muss. So, ja, das hier so. Und hier so. Gut, wunderbar. Abfahrer 9. Bam. Den Lexion hat er. Ja, beziehungsweise erstmal kurz den hier machen. Da müsste er ja eigentlich erkennen, dass der Drescher weitermachen sollte. Hier ziehen wir den erstmal weiter, ich weiß nicht genau, was der jetzt hier macht. Ja gut, er will jetzt erstmal seine Runde fahren, die kann er auch fahren. Müssen wir jetzt kurz warten, bis der einmal durchgerammelt ist, weil ansonsten rammeln wir jetzt den hier wieder. Das wollen wir ja im Endeffekt ohne. Währenddessen kann ich mich da mal kurz um den Panther kümmern. Der natürlich nicht richtig eingestellt, beziehungsweise ich habe den Kurs nicht gespeichert, ich bleib. Nordosten, 6-mal, let's go. Aber ich glaube, ich weiß, wo er hin muss. Hat auch schon wieder 80% drin. Oder auch nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Hm.
Pass, der wartet, der zieht, der macht. Hier geht's weiter. So, dann lassen wir den erstmal abladen. Ziehen erstmal mit der Kiste weiter, weil hiermit können wir das Heu in den ganzen Spiel halt drüber transportieren. Ich hab's bis jetzt, wir sind immer noch dabei, das Strohlager leer zu machen. Ist halt, das Strohlager war dort halt einfach riesig. Also riesig, riesig. Und so ungefähr das gleiche. Oder, na gut, das geht jetzt hier das letzte Stroh ab. So ungefähr das gleiche wird uns dann beim Heu erwarten. Leider Gottes. Er kennt natürlich solche Dinger, die ich jetzt hier dran habe, mit 48.000 Inhalt. Das ist halt ein Witz dagegen. Deswegen habe ich den Futtermischwagen in dem Fall jetzt schon mal hier mit eingesetzt. Dass es schon mal angenehmer läuft. So. Gucken, Stroh ist leer, Mist ist leer, Schweinefutter ist leer, Heu 360.000, ne, dass ihr da mal eine Ahnung davon habt. Ja. Müssen wir Orken in dem Fall transportieren. Also Heu fahre ich mit denen dreimal, mit den anderen, ne, öfters, wie man so schön sagt, sehr öfters. So. Aber das ist wenigstens relativ schnell abgeladen, der ganze Spaß hier. Also jetzt haben wir das Stroh schon mal komplett umgelagert, weil Stroh haben wir insgesamt nicht erfriert. 530.000 Liter. Ja. Über eine halbe Tonne. Blöd. Also 100 Tonnen, also über eine halbe Million. Bleiben wir bei Litern, bleiben wir bei LS, bleiben wir bei Litern. Über eine halbe Million Liter Stroh. Also an Stroh mangelt es uns definitiv nicht. Das ist jetzt schon mal fest. So. Da können wir hier in dem Fall schon mal weitermachen. Aber ja, warum mache ich das überhaupt so, die Umsiedlung? Ich weiß, ich hätte das, hätte mir die Daten aufschreiben können. Also was war in den Lager drin? Hätte das Lager abreißen können. Hätte das neue Lager dorthin platzieren können. Und alles wäre Friede, Feuer, Eierkuchen gewesen. Aber das hier, also das Lager, finde ich teilweise, also das ist zu groß. Ich glaube, das ist einfach zu groß dort. Das sieht auch nicht geil aus. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das extern zu legen. Und ja, so sieht jetzt im Endeffekt ja aus. Die Wiese brauchen wir eh nicht mehr. Sollte auch ganz klar sein. Können wir das auch dementsprechend hier als Lager verwenden. Oh, der Panda muss abgeladen werden. Ja, toll. In der Frucht. Ist natürlich nicht so, so toll. So, Big M hat Trigger erreicht. Das ist auch schon mal gut. Geht's dann direkt da weiter. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige es euch wenigstens mal. Den Rest mache ich dann alles offscreen. Keine Sorge, wir packen jetzt ja nicht drei Folgen lang unsere Sorten hin. Und ja, obwohl, das Größte haben wir erledigt. Also Stroh war jetzt der höchste Posten. Der Rest ist dann eher nur, also 100.000 Liter Weizen in den ganzen Spaß. Das kriegst du ja innerhalb von drei Fuhren kriegst du das ja komplett
leer gelutscht. Jo, danke, lieber Zaun. Bin manchmal so zufrieden, dass ich diesen Herkules mal hier mit drauf habe. Da muss ich mich über meine eigene Unfähigkeit nämlich nicht aufregen. Tch. So, kann der hier weitermachen. Hier können wir auch weiterziehen. Hier können wir fertig übergeladen. Oh ja. Das jetzt hier. So. Geht das noch hier rüber? Der Panda arbeitet wieder weiter. Stunde schon vergangen. Ja. Müsste sich aber eigentlich mit den Mietkosten sich noch ausgehen. Hoffe ich zumindest mal. So, auch schon die 66% voll hier, Mahlzeit, Vorsicht, ja, ne, weghauen die Dinger. Wie gesagt, das mit den Dings, das kommt alles noch. Keine Panik auf der Titanic. Oh, da dreht hier schön fleißig rum. Ja, enge, aber das wird was. Na gut, ich kann dann nicht mehr aussteigen, auch nicht verkehrt. Oh, kann man das nämlich alles hier gleich schon mal so mit einlagern, wie wir es im Endeffekt brauchen. Ich fahre so einfach mal anders hier dran, jedes Mal die Kurve da außen rum. Ist halt scheiße, die Halle steht theoretisch im Weg, aber die Halle steht da ja, wo sie steht, ne? Sagte. So, und dann geht's hier weiter, dass wir die anderen Sorten noch weiter runterruppen können. Aber let it. Was ist denn heute überhaupt? Na gut. Vergesst das mit dem Wochentag, ich weiß nicht, was heute für ein Tag ist. Weder für euch noch für mich. So. Außer dass es dunkel ist, weiß ich nichts. So. Brauchen wir das eine Ewigkeit, bis er den ganzen Scheiß hier einfüllt. Aber gut, ich muss ganz ehrlich sagen, das XXL so hier hinten ist realistischer als das hier von der Modding-Welt, weil größer. Ja, da könnte man sich mehr diese Volumensarten vorstellen wie hier. Das ist ja immer noch recht niedlich für das Volumen, was es an sich, also 500.000, ja bietet. Kurz hier, das ist drinnen zu sein. So. Und mal dann zieh ich. Ach, fuck. So. Rocken ist drinne. Zusehen, dass wir hier nicht ranschleifen. Ah, der hat. Hat er nicht, das hat er auch noch irgendwo. Ich hätte mir jetzt so wieder diese riesen Dinger mieten können und alles, ne? Ist ja ganz klar, aber. So, Rocken, raus mit dir.
Hier hinten ist dann zum Abholen. Deswegen konnte man jetzt auch nicht so nebenbei oder irgendwie sowas dort noch, also auf der Gegenseite platzieren. Ich habe das Strohlager abgerissen, wie ihr gesehen habt, da ist nichts mehr. Weil ich eigentlich das dahin platzieren wollte, war aber auch kein Platz dafür. Also gar nicht in dem Fall. Deswegen war das auch zwar gut gedacht, aber im Endeffekt auch nicht umsetzbar. Deswegen. Aber meine Freunde, wir sind erstmal fertig. Ihr habt es erstmal gesehen. Im nächsten Part sind wir da, bin ich hier mit den ganzen Klimbimber fertig. Ja, und in dem Fall, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüss.